Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, wir stehen mit recht weniger Munition da und wir passieren hier gerade einen Kontrollposten vom Militär und haben keine Ahnung, was jetzt noch alles kommen wird. Ja, ich auch. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind, okay? Wir haben die ganze Nacht Eindringlinge hier. Oh. Oh ja, da hast du mitgemacht. Hab davon gehört. Ja, das eine Mädel wollte einfach nicht aufgeben. Sie hatte echt verdammt viel. Dahinter? Okay. Es hat ein paar Minuten gedauert, die anderen zu erledigen. Und 5 Stunden, um sie zu erwischen. Mann, manchmal muss man sich echt verdienen. Ja, vielleicht. Wir wollten gerade aufgeben, als sie angefangen hat zu schießen. Ähnlich. Wir dürfen aber gerne was lauter reden. 2 haben sie beschäftigt. Ich habe mein Gewehr geschnappt und sie ins Visier gemacht. Bang. Das war's. Mist. Du hättest sie leben lassen und zu einer von uns machen können. Nein, niemals. Die Göre, die hätte uns im Schlaf getötet. Okay, jetzt verteilen sie sich. Darauf hatte ich gehofft. Allerdings hatte ich eher darauf gehofft, dass sie sich anders verteilen. Da ist noch einer. Der ist jetzt vorne. Vielleicht können wir den vorne mal einmal ausschalten. Das wäre ganz geil. Ja, wo ist denn jetzt? Ist er jetzt zu den anderen gelaufen? Okay, wir haben ihn gefunden. Aber ich hoffe, es bleibt dabei, dass das 3 Leute waren. Ach so, hatte der irgendwas dabei? Er hatte was dabei. Das würde ich mir gerne noch schnappen, wenn ich kann. Ja, sehr schön. Sehr, sehr geil. Ist das auch noch was? Nee. Aber hier ist noch was. Ah! Nehmen wir mit. Natürlich. Wo willst du hin? Okay, die Frage ist, wo ist der andere? Der ist da komplett hinter. Wo? Oh. Ich dachte, er geht jetzt einmal ums Auto rum, aber nein. Geht der jetzt hinten rein? Dein Ernst jetzt? Jetzt bin ich hier extra rumgelaufen? Das sind aber wirklich nur die 2, glaube ich. Jetzt dürfen wir warten, bis der wieder hier ist. Jetzt bleibt er da stehen, oder was? Nee, der geht jetzt woanders hin. Och, veräppelt mich hier doch nicht, ganz ehrlich. Bleiben die da stehen? Kommt jetzt nicht wieder zurück. Komm, Joel, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Okay, wo ist er jetzt? Rechts oder links? Rechte Seite. Aber mit Tendenz nach links, oder? Ja, er geht da so rüber. Dann machen wir den erstmal platt. Und dann gucken wir uns gleich mal hier um. Muss ich gar nicht umzudrehen, Junge. Alles gut. Hier ist niemand.
Einfach immer schön in die andere Richtung gucken. Schön stehen bleiben. Oh. So. Geht doch. Okay. Was mit dir, Ellie? Meinst du, ist es sicher? Ich wüsste jetzt nicht, dass da jetzt noch irgendeiner wäre. Das ist voll. Achso, Moment. Hat der irgendwas dabei? Nee, hat er nicht. Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ich habe gerade noch was gesehen hier. Das ist nur eine Flasche. Klar, kann man sich jetzt auch theoretisch hier durchschleichen, ne? Die Flaschen benutzen und so. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mache die lieber kaputt. Da liegt nur so ein Brett. Da, nee, da ist nichts. Ellie, warum bist du so in Deckung? Sind da noch mehr Leute? Ich glaube, da drin sind noch welche, oder? Sehe ich das richtig? Da sind noch ganz viele. Ach du Schande. Okay, da müssen wir wahrscheinlich durch. Ne, hier links kommen wir nicht rum, nehme ich mal an. Drei Leute auf jeden Fall. Der gleiche Scheiß. Naja, er sagt jetzt, wo genug Leute auf die Ausgänge aufpassen, können wir uns ausweiten. Und was genau wird uns das bringen? Ich weiß nicht. Vielleicht finden wir Treibstoff für die Generatoren. Ich will einen alten Projektor reparieren, Filme anschauen oder so. Das wird nie passieren. Ich habe das Expansionsgeschwätz schon oft gehört. Und wenn wir es versuchen, werden verdammt viele von uns getötet. Ach, wer weiß. Vielleicht läuft es anders. Freu dich nicht zu früh darauf, Kleiner. So lebst du länger. Tja. Vielleicht auch nicht, wenn wir es schaffen und die erwischen, ne? Wenn der jetzt direkt nach hier kommt. Was er natürlich nicht tut. War ja klar. Der läuft hier so ein bisschen abseits rum. Oh, oh, oh. Da läuft einer rum. Hier kann ich mich nur verstecken. Oh, da sind zwei. Oh, nee. Jetzt dachte ich, ich krieg den, der hier einzeln rumläuft. Aber offenbar nicht. Dann gehen wir nochmal eben zu den anderen rüber. Da sind auch zwei. Oh. Die Frage ist, können wir nach oben? Da sind wahrscheinlich noch mehr, oder? Da läuft jetzt einer. Ich hoffe, dass da jetzt keiner was sehen kann. Nee. Frage ist, wo ist der zweite? Ja, Ellie, genau. Lauf einmal direkt vor seine Nase entlang. Kein Thema. Dreh dich bloß nicht um. Da ist der andere. Was war denn das hier? Das können wir noch nehmen, glaube ich. Wenn er uns nicht sieht. Ah, nee, das war voll. Okay. Okay, dann, dann schleichen wir mal weiter. Hier habe ich jetzt aber eine denkbar schlechte Position. Wo ist er hin? Der ist jetzt rein. Guckt da aber auch so blöd. Naja.
Dreh dich ruhig, Junge, dreh dich ruhig. Kommt gar nicht. Oh. Das lesen wir jetzt gerade nicht. Frage ist, kommt der wieder zurück? Jetzt läuft er da hinten rum. Willst du mich verarschen? Geht doch. So, sehr schön. Die sind noch relativ in der Nähe, glaube ich. Hier war doch gerade noch irgendwas auf dem Boden. Da ist voll. So, dann können wir... Geht das noch? Elli? Dann können wir das mal kurz lesen. Oberst Mackenzie, Atlanta QZ. Sir, nach 14 Monaten ist diese kleine Revolte zu einem Blutbad geworden. Wir haben zu viele Männer verloren und sind offen gesagt dabei, die ganze Zone zu verlieren. Wenn wir noch länger bleiben, werden wir alle getötet. Ich erwarte Ihre Befehle. Captain Mastros. Was macht die hier? Es hört sich an, als ob die am Grunzen ist, wie so ein Schwein. Ah, sehr schön, sehr schön. Nimm's dir, ja. Ah, endlich wieder Pistolenmunition. Wäre noch nicht besonders viel. So, oh, oh, da ist direkt einer hier. Ellie, geh weg da, sonst kann ich den nicht packen. Wo ist der andere? Der ist da. Sieht mich hoffentlich nicht, wenn ich jetzt hier rüber gehe. Ach, das ist nur ein Backstein. Oh, ernsthaft. Aber hier ist noch Pistolenmunition. Sehr schön. Ellie, stell dich nicht immer in den Weg. Ja, wo ist der hin? Ist er rechts? Dass da jetzt keiner mehr ist? Nee. So, komm, Freundchen. Komm rüber. Machst doch hier deine Patrouille, nicht auf der anderen Seite. Komm. Komm. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Guck nicht so dumm. Komm her. Ich will die Pfeile noch holen. Mist. Wieso Mist? Sag doch lieber gut gemacht, Joel. So. Frage ist jetzt nur, wo müssen wir rum? Müssen wir nach oben rum? Müssen wir nach unten rum? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das waren alle. Ich bin mir aber nicht so sicher, weil sie ist auch noch immer in Deckung. Es kann natürlich sein, dass oben jetzt noch Leute sind. Das ist wieder nur ein Stein. Hier scheint auch nichts zu sein.
Sie ist aber irgendwie immer noch in defensiver Haltung. Das gefällt mir gar nicht. Aber hier kann ich jetzt auch nichts sehen. Nee. Hier waren wir auch eben schon, genau. Okay. Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Jetzt rennt er natürlich auch noch weg. Kommst du noch mal rüber? Ja, der geht jetzt zu dem anderen da hinten. Macht mir im Moment gerade ein bisschen mehr Sorgen. So, wo ist der? Jetzt geht der ja komplett rum. Wenn du jetzt zu mir kommen könntest, hier hinten hin, das wäre schön. Nee, er guckt sich erstmal die Bücherregale an. Kann ja sein, dass da was Schönes zum Lesen drin ist. Oh, geh runter, Joel, geh runter. Oh, Alter. Dann kommst du jetzt auch noch dran. Ich glaube, von da kann man uns am wenigsten gut erkennen. Der geht aber auch so selten dämlich hier von der Runde her. Na komm, Junge, komm. Ich muss Munition sparen. Ich kann euch jetzt nicht alle hier abschießen und rumballern und dann kommen 20 neue auf einmal. Das geht nicht. Komm einfach die Runde her. Ich warte hier, ich bin geduldig. Aber nicht so geduldig, also beeil dich. Oh, Junge, guck mich nur, komm. Das sind diese faulen Hunde, ne? Meistens sind das auch noch die, die man irgendwie bezahlt hat, um irgendwo Wache zu halten oder so. Die bewegen sich dann wirklich keinen Schritt, gucken dann erstmal 20 Minuten in irgendwelche Schmuddelhefte, die irgendwo auf dem Tresen liegen oder so. So, jetzt müssen wir mal schauen. Moment, da ist jetzt noch einer. Ich meine, da hinten links war auch noch einer. Das ist nur ein Backstein. So, da ist er doch. Jetzt gucken wir nochmal eben. Zumindest keiner so... Ah, da hinten läuft noch einer rum. Ja, dann sehe ich. Okay. Na komm, beweg dich. Du warst eben auch schon hier vorne. Rückwärts gehen bringt dir auch nichts.
Ja, so in etwa. Dreht sich doch bestimmt gleich wieder um, oder? Kackmunition ist voll. Ja, das weiß ich auch. Mann, ich brauche auch eine andere. Ist das der Typ, der da links stand eben? Ich denke, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe jetzt nur den einen im Moment. Er geht nach links. Oder er bleibt stehen. Das ist keine Pistole und auch keine Hand hier vorne. Da kannst du gucken, wie du möchtest. Das ist niemand. Jetzt geht Joel, komm. Das war verdammt knapp. Waren das alle? An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Drücken ohne zu zielen, der RT. Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Jetzt okay. Weiß ich, wie ich nachladen kann. Ja. Hallo? Nein? 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 Ich habe extra darauf gedrückt, damit du nachladen kannst. Hallo? Okay. Oh, sehr schön. Das heißt, das sind alles nur Backsteine. Die haben auch null Munition dabei gehabt. Also gut, dass ich die wirklich so platt gemacht habe. Hier können wir auch leider nichts nehmen. Die haben sich wahrscheinlich die Vorräte hier noch angeguckt an Erste-Hilfe-Packs oder so. Ja, und warum sind wir jetzt hier oben? Weiß auch keiner, ne? Ach, hier geht's noch weiter. Okay. Muss ich denn hier rum oder muss ich woanders rum? Mal schauen. Ich denke mal, dass wir nicht nochmal da rum müssen, oder? Das ist jetzt wieder hier unten. Ellie ist auch oben geblieben, so wie es aussieht. Nee, Ellie kommt jetzt gerade. Okay, machen wir etwas Stimmung. Schnaufend hier runter. Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. Ja, wahnsinnig lustig. Was ist das? Ein Witzebuch. Witze und Wortspiele Band 2 von Will Livingston. Gehen wir weiter. Fragt ein Pferd in einem Blumenladen, haben Sie auch mal geritten? Toll. Verstehe. Ja. Wie nennt man einen Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. Oh Mann, jetzt habe ich Hunger. Wegen dem schattigen Plätzchen. Ins Wasser. Da tief. Kapierst du den? Natürlich nicht. Ich war süchtig nach Seife. Jetzt bin ich clean. Okay, den kannte ich noch gar nicht. Und der ist auch nicht schlecht. Okay. Welche Pferde? Ich dachte, das wäre Ellie gewesen. Okay, ja, aber anscheinend müssen wir, glaube ich, oben weiter, ne? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich guck noch mal hier oben. Alles nur Backsteine, was wir hier haben. Hier können wir, ach so, hier können wir runter. Kommen wir denn da auch? Aber da kommen wir nur hin, wo wir schon waren, ne? Ja. Da oben bin ich mir nicht sicher, ob es da weitergeht. Ah, da geht's weiter. Sehr schön. Schauen wir hier nochmal kurz nach. Ist so prädestiniert irgendwie dafür, dass man da was finden kann. Aber leider ist dem wohl nicht so. Ich gucke trotzdem hier oben auch nochmal nach. Können wir da hin? Können wir gar nicht hin. Okay. Na gut, dann nicht. Von mir aus, da können wir auch nicht rum. So, hier können wir entweder runterspringen oder hängt schon wieder einer. Oder runtergehen, was vermutlich aufs Gleiche rauskommt. Ja, genau.
Okay. Hier haben wir noch was. Sehr schön. Haben wir denn noch was, was wir machen können? Da brauchen wir die beiden Sachen für. Verbesserung. Ja gut, die Verbesserung könnten wir mal eben machen. Wir haben ja jetzt ein neues Ding geholt. Das war diese Eisenstange, genau. Die sollte hoffentlich auch was länger halten, aber ich befürchte, dass sie es nicht tut. Okay. Da haben wir auch nichts. Mann. Da ist unser Freund aufgehangen worden. Verrückt, Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute, die protestierten, sind das die, die uns attackieren? Ich glaube schon. Ja, was machen wir jetzt? Genau. Wir machen ein Bild im Fotomodus. Foto aufnehmen. Screenshot. Ich hoffe, der hat jetzt... mit Menü ausblenden. So, ich hoffe, der hat da jetzt wirklich ein gutes Bild rausgemacht. Fotomodus verlassen, ja. Und wir gucken uns mal an. Noch 3 Soldaten tot. Was muss denn noch passieren? Gebt auf. Ja, was muss noch passieren? Das ist eine gute Frage. Die Soldaten stellen sich ja gerne gegen das eigene Volk im Ernstfall. Angeblich, um die Masse zu retten, aber mal naja. Mal sehen, wo sie hinführt. Leider nicht immer. Weiß ich nicht, wo sie hinführt, Joel. Da kommen wir nämlich nicht hin. Pass gut auf, wenn du springst. Komm, Ellie, spring. Ellie will gar nicht springen. Okay, diesen Gesichtsausdruck kenne ich. Diesen Gesichtsausdruck kenne ich. Gut, hier ist gar nichts mehr. Da kommen wir sowieso nicht durch, ist ja klar. Und da geht er jetzt schon von sich aus langsam. Das finde ich nicht gut. Nee. Ich wollte eigentlich lauschen, ob da irgendwas hinter ist. Aber so geht's auch. Es ist nochmal ein komplett neuer Abschnitt. Nicht gut. Ich wollte eigentlich gerade einen Cut machen. Okay. Sie haben uns nicht gesehen. Ja, aber nichtsdestotrotz, Ellie redet mir nicht schon wieder rein in die Abmoderation. Glaube ich. Ja, das ist toll. Na komm. Bevor Joel hier noch total durchdreht, würde ich erstmal hier einen kleinen Cut machen und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.